Hallo und willkommen zu Let's Play Guild Wars Together. Ich habe mich da im Forum dazu reden lassen, hier mitzumachen. Prinzipiell, Guild Wars ist eine Art von MMORPG. So ähnlich wie WoW, nur etwas anders. Wir werden gleich sehen, was das heißt. Ich habe schon einen Charakter erstellt gehabt, das ist allerdings nicht den, den wir spielen werden, deswegen erstellen wir einen neuen Charakter. Wir spielen die Version Prophecies. Es gibt von Guild Wars drei Teile quasi und alle haben verschiedene Klassen, die man wählen könnte. Das erkläre ich vielleicht irgendwann nochmal. Und man kann jedes Mal entweder einen Rollenspielcharakter oder einen PvP-Charakter machen. Der Unterschied ist, Rollenspielcharaktere fangen auf Level 1 an und haben am Anfang noch keine Fähigkeiten und kämpfen sich quasi durch eine Story durch. PvP-Charaktere starten auf Level 20 und haben einen Großteil der Fähigkeiten schon freigeschalten. Allerdings können sie wie gesagt nur PvP machen, das heißt, sie können nur in so einer Arenenkämpfen teilnehmen. Das wollen wir natürlich nicht, wir machen einen Rollenspielcharakter. Dann könnten wir uns aussuchen, die drei Teile von Guild Wars eben, und wir spielen mit Prophecies, quasi den ersten. Dann gibt es eine ganze, also sechs verschiedene Klassen gibt's. Wir werden im Endeffekt den Wildlife nehmen, ich erkläre die ganzen Klassen kurz noch durch. Krieger ist, ja, steht vorne, macht Schaden, hält viel aus. Mehr gibt es also nicht zu sagen. Mönch heilt die Truppe und verstärkt sie mit Zaubern oder schwächt Gegner mit Zauber. Nekromant schwächt Gegner mit Zauber bzw. zieht Gegnern Leben ab und fügt sich selbst oder der Gruppe zu und kann Untote beschwören. Mesmer senkt die Resistenzen der Gegner, senkt ihre Geschwindigkeiten, macht auch Schaden auf dem Gegner, hauptsächlich durch Zauber. Magier, ja, Elementarmagier, also Feuer, Blitz, Eis, alles das fliegt gegen den Gegner. Und Waldläufer, die mit dem Bogen, also die schießen hauptsächlich mit Bögen rum. Das nehmen wir auch gleich. Dann natürlich nehmen wir einen männlichen. Dann kann man sich für eine Gesichtsfarbe, das heißt Haare, Hautfarbe, Gesicht und Hautfarbe entscheiden. Ich habe da schon etwas erweitert gehabt. Moment kurz, der war das, glaube ich. Ja, der gefällt mir ganz gut. Haarfarbe nehmen wir etwas dunkler. Gesicht das hier. Und Hautfarbe, na, das ist etwas hell. Nehmen wir den. Der schaut ganz okay aus. Oh, gefällt mir. Also mehr kann man leider nicht verändern, momentan noch. Dann können wir noch unsere Rüstung quasi einfärben für Anfang an mal. Jedes Teil einzeln quasi. So, sieht natürlich nicht gut aus. Deswegen, ich werde glaube ich alles auf Orange stellen mal. Das ist ganz okay. Ah, das war gelb. Ich wollte nicht Orange. So, das sieht schon sehr nach Waldläufer aus. Wir könnten auch Braun nehmen, das ist dann allerdings etwas sehr eintönig. Deswegen machen wir Orange. Und die Körpergröße können wir noch machen. Machen wir eher etwas über der Mitte. So, und jetzt müssen einen Namen eingeben, der aus mindestens zwei Teilen besteht. So, nehmen wir so. Das ist ganz okay. Und jetzt sehen wir das kurze Intro. Natürlich mit Untertitel und auf Deutsch, hoffentlich. Kann man auch überspringen, rechts unten. Wir lassen es aber mal durchlaufen. Der letzte Tag bricht an im Königreich von Askalon. Keine Fanfarenstöße kündigen ihn an, keine Glocken läuten. Man wird sich erinnern. Überlebende werden später die milde Brise an einem warmen Morgen erwähnen. Die Menschen gehen ihren Pflichten nach, vollkommen ahnungslos, dass bald alles, was ihnen lieb und teuer ist, zu Ende gehen wird. Schreiber! Ja, my Lord. Die Char lassen nicht nach. Wir müssen den Wall aber halten. Ja, my Lord. Bringt zur Tydos diese Botschaft. Geht und werbt die Stärksten und Besten an. Bringt mir Askalons mutigste Töchter und Söhne. Sucht mir Helden, die unser Reich zum Ruhm führen werden. Zu Befehl, Hoheit.
So, das war das kurze Intro. Wir können dort vorne auch gleich unseren ersten Quest annehmen. Allerdings mache ich jetzt kurz mal Pause, ich habe noch etwas zu erledigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars. So, wir sind wieder zurück bei Let's Play Guild Wars. Mittlerweile ist auch schon einer unserer Mitspieler online gekommen. Wie die Freundesliste funktioniert und alles weitere erkläre ich noch später. Zuerst nehmen wir unser erstes Quest an. Ja, wir sind Jason ATLP und Sir Tidus sucht uns und er hat gute Nachrichten. Gut, auf der Karte wird auch immer angezeigt, wo man hin muss als nächstes, um das Quest weiterzubringen oder gar abzuschließen. Die Karte öffnet man auf M. Ja, was gibt es sonst noch? Ja, mit WASD läuft man vor, zurück, links, rechts. Mit R kann man Auto laufen. Und mit der rechten Maustaste den Blickwinkel verändern. Mit der linken Maustaste kann man auf den Boden klicken und irgendwo hingehen. Beziehungsweise klickt man die Leute an, um mit ihnen zu reden. So, unser erstes Quest. Abgeschlossen. So, und er schickt uns zu unserer ersten Lehrerin. Auf L gibt es das Questlog. Ich werde das ein bisschen größer machen hier. So vielleicht. So. Auf L gibt es das Questlog, da sieht man primäre Quests, die zur Klasse gehören und zur Klasse oder zur Story gehören und sekundäre Quests, die eher so nebenbei wichtig sind. Also gut, hier stehen schon auch mit Alt übrigens sehr wichtig, kann man NPCs einblenden, also die Namen der NPCs einblenden lassen. Das heißt, hier ist der Kaufmann, hier sind Wachen, Stadtschreier, da gibt nachher Quests her, Sir Tidus, Armin Seberlin, wie auch immer. Das kann sehr wichtig werden. Ansonsten, wenn man mit dem Mauscursor über Charaktere fährt, dann werden sie erleuchtet und der Name scheint unten auf. Gut, unsere beiden, also zwei unserer Mitspieler sind schon da. Wir werden ihnen mal. Wie geht denn das da hier? Ich weiß das auch alles gar nicht mehr. Also, mit W. Zarok ATLP Red müsste es eigentlich. Ich weiß leider nicht mehr auswendig wie. Ah, so. Rechts auf E, keine Ahnung warum das E ist, kann man den Leuten Nachrichten senden. Und mit Zarok werde ich, also im Tutorial, das wir jetzt spielen, also die ersten 3, 4, 5 Levels sind im Tutorial quasi. Kann man nur zu zweit spielen. Nachher geht's zu viert. Moment kurz. Nein, das wollte ich nicht. So, jetzt aber. Kalenor hielt. Add mich mal auf die Freundesliste. So. Zarok hat mich jetzt eingeladen. Wir sind jetzt in der Gruppe und sobald wir rausgehen, sind wir gemeinsam draußen. Da kann man auch aufs Team wechseln und diese Nachrichten gehen dann nur an die Teammitglieder. Also gehen wir mal raus. Irgendwo sieht man, glaube ich, auch, wo er ist. So, ich wollte nur hier mit Gruppen eingeteilt. Okay. Da oben dürfte irgendwo Zarok rumlaufen. Ah, hier. Hallo, und Zarok ist, glaube ich, ein. Ja, wir sind sie. Er ist ein Krieger, also ein W steht für Warrior. Das wurde leider nicht übersetzt. Gut, gehen wir kurz raus. Ich habe jetzt eine SMS bekommen.